Wir verhören ihn doch nicht. Vertraut mir, Yusuf. Sagt mir nur, wohin ich gehen soll. Topkapis Haupttor. Wir wollen uns als Künstler verkleiden und einfach reingehen. Ich suche mir eine Verkleidung und treffe euch dort. Okidoki. Die Vertrauen. Ah, jetzt habe ich voll die Synchronisation nicht durchgelesen. Kann ich das nicht hier durchlesen? Ja. In der Weiberlass vor Yusuf erreichen. Muss ich da hin? So, ey! Assassin aus! Wait for me, just a second. Just ignore me. Ist das hier so ein Bett drin, oder? Mann, die sind schnell. Nur so schneller, schneller. Stimmt, man ist so. Shit, wie komme ich jetzt rüber? Oh hier, ja, das ist ein Assassin. Templer. Super. Hey Mann. Jetzt? Muss ich die jetzt ausschalten? Ah, die Künstler. Barden aus Italien? Nun, das kann ja heiter werden. Was ist hier? So schwer, bitte. Kann ich, mach ich das denn? Die Helden. Justitia, Justitia. Tut mir leid. Oh! Oh! Ja. Ich nicht sie töten darf. Neuer Versuch. Ich meine, Unschuldige zu töten ist ja auch. Barden aus Italien? Nun, das kann ja heiter werden. Kommt, Assassine. Heul! Zum Aufheben Umschalt drücken. So. Das sind die Nächsten. Die haben natürlich nichts gesehen. Justitia, Justitia, bald ist dein Bett. Tut mir leid. Ha, hab ich deine Leiche geschnappt. Und die merken nichts. Idioten. Wohin geht mir? Alles klar. So, wir schleichen uns natürlich vorbei. Ob du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. So, ein edler Mann vor mächtigen Herrn beschützet er die Armen. Der Damenwelt gibt Hoffnung er auf Leib. Pam. Zack, gut gemacht. So.
meine Prinzessin. So, ihr kommt hier hin. Da. Und jetzt? Ich sehe lächerlich aus. Ich fühle mich lächerlich. Meine Klinge wäre so auffällig in diesem Aufzug. Habt ihr Waffen? Marcelle de Ile. Ihr markiert Ziele und wir schalten sie dann aus. Ihr vermögt darauf zu spielen? Ich lernte ein paar Akkorde, als ich jung war. Wann wart ihr denn jung? Circa 100 Jahren. Was alles hilft dem Heil der Welt, ich staune meinerseits. Wie grad das Spielen dieser Laut. Und zu diesem Hof habt ihr keinen Zutritt. Dreht um und geht weiter. Perdonate, Monsignore. Wir sind die Unterhaltung für den Abend. Jeder alte Narr kann ein Instrument tragen. Verschwindet! Ihr klingt wie eine sterbende Katze. Ich singe auf Italiano, ihr nichts versteht und grafft. Doch, ist das? Mein Griechisch ist erbärmlich und mein Türkisch grauenhaft. Was macht ihr denn da? Cesare, oh Cesare, ein Mann voll viel Verkommenheit. Dacht wohl, er wäre unsterblich bis, dank Schwerkraft er nach unten zeigt. Wollt ihr die Dame kennenlernen, achtet auf ihr Pläsier. Und wollt ihr richtig Eindruck schinden, verbringt die Nacht mit mir. Ihr Schönen aus Firenze, ihr macht mein Herz vibrieren. Doch halt dich fern der Mädchen Roms, sonst brennst beim Urinieren. Gottes Lob, ihr Frauen und Kinder, zieht ein ins Himmelreich. Gott euch ehret, mächtige Herren, ach wie heißet ihr doch gleich. Thanks! Raymond. Was? Und seh ich ihn, so schlag ich zu, so sehr hab ich ihn gern. Verdächtiger. Das gefällt mir aber. Lucretia war liebesvoll, so singen es die Lieder. Doch manchem Mann bliebe das erspart, hätt sie noch zwei, drei Brüder. Winzig. Befkalade, Befkalade. Bravo, bravo. Ein zorniger und böser Mann der Doge von Venedig läuft eher vor Wut leicht rötlich an, als ich den Mann erledig. Lalala, schöne Symphonie. Du weiter so. Jung Cesare, das sagte er, stirbt nie durch Menschenhand. Drum warf ich ihn hoch durch die Luft, quer durch das ganze Land. Ja, das ist er nicht. Konstantinie, ich flehe dich an, Byzanz muss weiterleben. Dreht Konstantin im Grab sich um, hätt Stambul nichts zu geben. Mal. Ich glaub es nicht, ich steh und sing, verschwende meine Zeit. Doch ihr, die ihr da sitzt und grinst, kein Geschmacke weit und breit. Dieser Hof ist sicher. Doch wo finden wir Prinz Süleyman? Folget mir. Ein taktlos Musikant bin ich und sing mehr schlecht als recht. Und siehst dort auf der Straße mich gehen, so tritt mir ins So tritt mir ins was? Also das ist mal ein Auftritt. Süleyman, des Sultans Enkelsohn und Gouverneur von Kefe. Dabei ist er erst 17. Ich traf ihn auf dem Schiff. Er sagte mir, er sei ein Schüler. Und wer ist das? Sein Onkel, Shehzadeh Ahmed, des Sultans Lieblingssohn.
Ihr bereitet sich jetzt schon auf die Übernahme des Sultanats vor. Serefe, Salinisa. Kommt, wir haben noch Byzantiner zu finden. Sie. Alle Attentäter. Danke für euer Kommen. Ein Minnesang, so hörte ich, lässt Frauenherzen schlagen. Doch kommen bei mir Töne raus. Ihr spielt sehr gut. Danke. Shit, fuck, leck mich im Arsch. Boah, seh ich gut aus. Und die engen Hosen. Byzanz muss weiterleben. Dreht Konstantin im Grab sich um. Hat Stambul nichts zu geben. Gottes Lob, ihr Frauen und Kinder, zieht ein ins Himmelreich. Gott euch ehret, mächtige Herrn. Ach, wie heißet ihr doch gleich? So. Ich glaube, das ist die Frau. Ein zorniger und böser Mann der Doge von Venedig läuft eher vor Wut leicht rötlich an, als ich den Mann erlebe. Ich hoffe, ihr amüsiert euch gut. Yes, wie? Lucretia war liebestoll, so singen es die Lieder. Doch manchem Mann bliebe das erspart, hätt sie noch zwei, drei Brüder. Oder Glieder. Ja, es gefällt mir. Das hörst du nicht? Stolz Romanei ist die eisern Frau, die Ruß aus edler Glut. Weckt Inbrunst noch im toten Fleisch, selbst Steine spüren die Wut. Warnung, Sperrgebiet. Ich kleide mich als Hofner, spiel Possen hier für die, deren Taten ich verabscheu und durch den Dreck ich zieh. Oh. Cesare, oh Cesare, ein Mann voll viel Verkommenheit, dacht wohl er wär unsterblich bis, dank Schwerkraft er nach unten zeigt. Hast gar geschafft. Suikatze! Suikatze! Räumt diesen Hof! Cesare Süleyman, Entdeckung! Hinterher! Ezio! Oh ja! Jetzt hatte er das Gefühl, das ist zu erreichen. Was? Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Mio bel menestrello. Habe ich das richtig gesagt? Gut genug. Ich hörte, dass ihr auch Gouverneur seid. Gibt es etwas, das ihr nicht tut? Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Süleyman. Ezio Auditore. Cesadem, wurdet ihr verletzt? Wer ist euer Hauptmann, Soldat? Tarek Baletti. Er ist zurzeit unterwegs. Beseitigt die Leiche und schickt die Gäste heim. Und dann ruft Tarek zum Divan. Baschüstene, Cesadem. Tarik Baletti ist ein Hauptmann des Janitscharen-Korps, der Elitetruppe des Sultans. Sie bewachen den Sultan, aber nicht die Familie? Nicht sehr gut, offenbar. Ezio, könnt ihr etwas Zeit erübrigen? Ich würde gerne eure Meinung hören. Das geht, sobald ich diese Kleider los bin. Güzel, kommt, wenn ihr soweit seid. Ja. Irgendwie werde ich schon kommen. So, wo muss ich denn jetzt? Ist klar. Ja, 100%. Yeah. So, dann wollen wir mal. Zum nächsten Ziel.